So, der Plov ist fertig. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit. Hallo, da bin ich wieder, Ihr Olga. Also heute will ich mal Plov machen. Das ist eigentlich ein usbekisches Gericht, aber den essen wir auch sehr gerne. Also dazu braucht ihr, heute habe ich zum Beispiel Hähnchenschenkel genommen. Das sind 600 Gramm, 5 Stück ungefähr. Reis, also ich mische ihn. Das ist Goldkorn und Parbolit-Reis. Zwei Möhren, eine Schalotte und eine normale Zwiebel. Pfeffer nach Geschmack, drei Knoblauchzehen, Lorbeer und Salz. So. Als allererstes mache ich erstmal den Reis fertig. Ich mache ihn so. Ich tue ihn erstmal hier rein. Das sind irgendwo 250 Milligramm. Nehme ich von dem Reis genauso die Menge. Dann tue ich etwas Wasser rein. So ein bisschen einweichen mit bisschen Salz, dann klebt er nicht so nachher. So, den lassen wir erstmal stehen, so für eine halbe Stunde, je nachdem. Ja, so, jetzt geht's weiter. Zuerst tue ich die Schenkel anbraten. Dafür nehme ich ganz normales Öl. So, das reicht. Den Deckel etwas zu, damit es nicht so spritzt. Sie sollen goldbraun werden. So, in der Zwischenzeit mache ich die Möhren und die Zwiebel fertig. Die Möhren schäle ich. Muss das Fleisch jetzt ein bisschen mischen. Ab und zu muss man es mischen. Schneide ich einfach in Würfeln. Thank you.
Also die Möhre tue ich einfach zu schön reiben. Wer mag, kann die Möhren auch schneiden. Kommen die Zwiebeln rein. Kurz anbraten. Kommen noch die Möhren rein. So, das Ganze muss jetzt etwas gesalzen werden. Ich nehme so eine gute Prise. Die Hähnchen sollen gut durchgebraten werden, weil der Reis braucht ja nicht viel. So, ich tue etwas klein bisschen Wasser rein, damit es sich so dämpft.
So, die Hähnchen sind soweit fertig, denke ich. Sie haben ungefähr so eine halbe Stunde habe ich sie so dämpfen lassen. Den Reis habe ich jetzt auch das Wasser ausgeschüttet, nochmal gewaschen. Bevor ich aber ihn rein tun, würze ich noch ein bisschen mit Paprika scharf. Schwarzer Pfeffer. Ist aber nach Geschmack alles, wer wie mag. Den Reis rein. So, wir brauchen ungefähr 4 von dem Becher Wasser. In dem Becher sind 250 Milligramm. Man nimmt ja normalerweise einen Becher Reis, 2 Wasser. Noch nehme ich einfach vom Kochwasser. Lassen wir das Ganze erstmal aufkochen und den Deckel nicht zumachen, weil das Wasser muss erstmal ausdampfen, auskochen. So, das kocht jetzt richtig schön. Ich tue jetzt noch ein kleiner Lorbeer rein. Etwas Kräuterbutter. Ganz normal, das gibt es in jedem Geschäft. Dann habe ich noch einen kleinen Tipp an euch. Ich tue etwas Safran rein. Das mache ich aber nicht immer. Davon gibt es schöne Farbe. So, jetzt lassen wir das erstmal richtig kochen. Das Wasser muss richtig ausdampfen, bevor wir den Deckel zumachen. So, ich werde jetzt noch so drei Knoblauchzehen da reinlegen, nur für den Geschmack. Danach kann man es rausholen. Ich gebe Ihnen noch einen Tipp. Man kann einfach so ein Tuch sauberes nehmen, drüber legen und zudecken und den Herd auf kleinster Stufe machen. Dann wird die ganze Feuchtigkeit hier aufgefangen und der Reis bleibt schön körnig und locker. So, jetzt muss es ungefähr 20 Minuten langsam köcheln. So, ich guck mal jetzt, ob der Reis fertig ist. Halbe Stunde sind jetzt vorbei. Ich mache jetzt auf. So. Ja. Ich werde den Knoblauch erstmal entfernen. Vorsichtig mischen. Ja.
Herd schalte ich aus. Der ist fertig. So, der Plov ist fertig. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit.